Zeit für Winter. Wir sind unterwegs hier, noch einmal wieder vorne, kaum zu denken in diesem Wochenende. Die zehnte Witzer-Flitzer, ja auch in der Trabant-Originalklasse, ganz vorne mit dabei. Jetzt hier bei den Junioren, auch wieder vorne mit drin. Die Startnummer 95 ist das, die hier noch einmal Vollgas gibt. Da haben wir mit dabei den Telefonbrief am Steuer. Telefonbrief, PSG, Stoppelteam auf der 2, TTE, nur noch ganz langsam unterwegs, die 564, Jessica ist da. Hier schon aus, aber Philipp hat noch einmal die Nase vorn mit seinem Gefährt. Die zehnte Witzer-Flitzer auf der 2 des PSG-Team, auf der 3 die Startnummer 471 vor Simon von der 935 noch einmal die Nummer 35 von PSG-Team. Das ist im letzten Lauf der Junioren und hier sind die Würfel gefallen. Niklas Balz ist der Gesamtsieger, 5 Siege, 50 Punkte. In jeder Klasse scheint sich so ein Klare abzusetzen, abzuzeichnen. Und wirklich ich finde, hat eine Weile gesessen. Und da wird es noch einmal spannend. Da hat er sich Fuß umgeknickt. Das DSG-Team tut sich Fuß umgeknickt. Wer? Finn. Vorhin. Scheint alles klar zu sein. Wir sind da jetzt noch weiter. Und das war das Junioren-Trabant-Rennen im Jahre 2017. Und der Pferd soll den Trabant-Rennen beziehungsweise den Mecklenburg-Vorpommern. Das ist Geschichte und das ist wird wahrscheinlich als stärkster Fahrer eingehen in diesem Jahr. Er hat unendlich viele Siege eingefahren und gewinnt auch hier an diesem Wochenende noch einmal vor allen anderen diese Klasse. Folgen wir uns auf die andere Klasse, du hast diese Startbereitschuld. Dann haben wir Christian Lein von dem Schrocker-Team, Federico Witt von den Vorländern mit dem Ersatzfahrer, Bernd Daniel Wendt vom Danny-Team, der Bayern-Griff, mit Rico mit der 500.